Es ist Donnerstagnachmittag, Zeit für Claro. Ich bin Sophie und das sind die Themen, die euch bestimmt heute interessieren werden. Immer mehr Jugendliche zocken vor Konsolen und dem PC. Wir sind den Fragen nachgegangen, was junge Menschen an Games und E-Sport so fasziniert, wie oft am Tag gespielt wird und welche Probleme daraus entstehen können. Unser Körper besteht zu 50% aus Wasser. Darum muss jeder Mensch am Tag genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Doch wisst ihr, wie viele Kinder und Jugendliche täglich über Süßgetränke zu viel Zucker zu sich nehmen? Im Sommer 2018 begann die 16-jährige Greta Thunberg ihren Streik in Schweden. Wir wollen euch zeigen, was hier in Simmern und an unserer Schule passiert. E-Sport wird immer beliebter. Deswegen hängen viele Kinder und Jugendliche viel vor dem PC und ihren Konsolen. Das Team Zucker Kids will den Kindern erklären, dass sie nicht so viel vor den Konsolen sitzen sollen. Die Schule ist vorbei. Gerade das letzte Stück Tiefkühlpizza reingezogen. Und los geht's. Zocken. Das machen immer mehr Kinder und Jugendliche. Auch in Simmern. Wir haben deswegen eine Umfrage in unserer Klasse gemacht. Von 16 Kindern spielen nur 7 Kinder unter einer Stunde am Tag. 9 Kinder spielen mehr als eine Stunde. Wir konnten herausfinden, dass Zockerkids irgendwann nur noch spielen wollen und oft auch Spiele, die gar nicht für ihr Alter passen. Dann verlieren sie die Zeit aus den Augen und bewegen sich zu wenig. Logo vom 22.11.2019 hatte auch das zum Thema. Dort wurde gesagt, dass sich zu wenig Kinder auf der Welt bewegen, was wohl auch am Zocken liegt. Wow, das heißt also, mehr Bewegung ist super wichtig für uns Kids. Da muss man aber auch mehr trinken. Das stimmt. Junge Menschen zwischen 10 und 18 Jahren sollten mindestens zwischen 1 bis 1,5 Liter am Tag trinken. Leider trinken immer mehr Menschen in Deutschland Cola und Limonade. Im Schnitt sind es 78,2 Liter pro Kopf im Jahr. Das sind 22 Teelöffel pro Tag. Kinder dürfen aber nur 6 Teelöffel pro Tag trinken. Es ist schon krass, was manche Getränke an Zucker enthalten. Wasser enthält auf einem Liter 0 Gramm Zucker. Tee enthält auf einem Liter 0 Gramm Zucker. Cola enthält auf einem Liter 115 Gramm Zucker. Zucker führt im Körper zu Insulinausschüttung und das steuert den Blutzucker. Der Körper legt Reserven in Form von Fett an. Die nachweislichen Folgen sind daher Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Karies. Außerdem macht er hohen Blutdruck. Wir als Klasse 5b haben echt viel gelernt in dieser Woche und wollen in Zukunft auf Zuckergetränke verzichten. Greta Thunberg wollte darauf aufmerksam machen, dass sich Politiker mehr für das Klima einsetzen sollen. Wir wollen euch darauf aufmerksam machen, was Klimawandel bedeutet und was bei uns zum Thema Umweltschutz abgeht. Was ist überhaupt Klima? Die Sonne ist für das Klima am wichtigsten. Sie erwärmt die Fläche der Erde. So entsteht warme Luft. Diese ist für Winde und Regenwolken zuständig. Schuld am sogenannten Klimawandel ist zum Beispiel das Treibhausgas namens CO2. Dieses Gas kommt aus Autos, Fabriken und besonders Flugzeugen. Wegen des CO2 wird die Welt immer wärmer, denn das Gas lässt die Wärme auf die Erde aber nicht mehr raus. Das nennt man auch Treibhauseffekt. Die 16-jährige Greta Thunberg wollte Schweden und später die Welt ab 2018 auf den von Menschen verursachten Klimawandel aufmerksam machen. Aus ihren ganzen Streiks hat sich die globale Gruppe Fridays for Future entwickelt. Auch in Simmern gingen Jugendliche deswegen auf die Straße, um zu protestieren. Die Klasse 10b nahm das zum Anlass, sich aktiv mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen. Wir haben sie für euch besucht. Warum habt ihr das Thema Plastikprobleme hier Fluch im Ozean ausgesucht? Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil wir alle der Meinung sind, dass wir was ändern sollten, weil es auch sehr wichtig ist für unsere Zukunft und unsere Kinder. Habt ihr Experten zu diesem Thema gefragt?
Ja, wir haben Experten gefragt. Gestern kam die Frau Stegmeier, sie ist von der Rhein-Hunsrück-Entsorgung. Also meine Erkenntnis war, dass wir auf jeden Fall, nicht nur wir, sondern auch wirklich viele Leute dazu bringen sollten, gegen Plastik zu sein, also nicht so viel Plastik zu kaufen. Wie sieht deiner Meinung nach die Umwelt in 50 Jahren aus? Wenn wir jetzt nichts ändern, dann glaube ich, dass die Welt sich sehr verändert. Nach meiner Meinung ist, dass es mehr Plastik im Meer geben werden als Meerestiere. Ihr seht, an unserer Schule geht es ganz schön ab. Wir hoffen, dass wir euch gut informieren konnten. Wenn ja, schaltet morgen wieder bei Claro ein. Ey du, ich hab keinen Bock auf Bewegung. Lass uns lieber eine Runde abhängen und zocken. Quatsch, wir gehen jetzt mal laufen und ziehen uns später einen Früchtetee rein. Wir finden, das war's.